Der Landwirtschaftssimulator 2019. Ich habe heute hier ein neues Tutorial für euch. Und zwar, wie funktioniert die Kuhzucht eigentlich? Was kosten die Geräte? Wie mache ich die Kühe sauber? Womit füttere ich die Kühe? Das alles zeige ich euch jetzt. Hier sehen wir erstmal die Platzierung der großen Kuhweide, welche 3000 Euro kostet und in welcher ihr 200 Kühe unterbringen könnt. Die kleine Kuhweide gibt es für 100.000 Euro und dort könnt ihr 50 Kühe unterbringen. Ihr könnt den Kuhstall bzw. die Kuhweide nur auf eurem eigenen Land platzieren. Kommen wir zu den Geräten. Als Traktor habe ich mich für den Fendt 700 Vario entschieden, in der Motorausführung 724 mit Breitreifen, Frontladeranbau und Gewichten an den Reifen. Ihr bekommt diesen im Shop für 222.000 Euro. Hier ist es wichtig, dass der Traktor genug PS hat, um zum Beispiel den Strohanstreuer zu bedienen oder auch den Futtermischwagen. Das Wasserfass ist das Aquatrans 7300S für 9500 Euro. Dieses nutzen wir, um Wasser zum Kuhstall zu transportieren. Kühe brauchen Stroh und aus diesem Grund habe ich mich für den Primor 15070 von Kuhn entschieden. Das ist ein Stroh-Einstreuer, welcher 25.000 Euro kostet und hinten am Traktor angehängt werden kann. Der Futtermischwagen, also zum Einmischen des Futters, ist von Silo King, der Trailline Duo 1814. Diesen gibt es für 53.000 Euro. Hier mischen wir das Futter. Für den Frontlader benötigen wir natürlich auch eine kleine Gabel. Hier habe ich mich für den FZ60 entschieden, in schwarzer Ausführung, da dieser auf den Fendt raufpasst. Wer mag es glauben? Außerdem ein Ballenspieß, hier der Ballenspieß von Stoll, ebenfalls für 600 Euro. Mit Schwarz als Farbe. Warum? Weil ich Schwarz eben mag. 800 Euro legt er hier auf den Tisch. Universalschaufel brauchen wir auch, um Futter zum Beispiel aufzusammeln oder den Stall sauber zu machen. Auch hier ebenfalls in der Farbe Schwarz für 1650 Euro. Beim Transport der Tiere habe ich mich nicht für den Silverstar entschieden, sondern für den AM19, da wir hier mehr Kühe reinkriegen, um genau zu sein, nämlich 14. Diesen bekommt ihr im Shop für 67.500 Euro. LKW, da habe ich mich für MAN entschieden, 130.000 Euro für den TGS 18500 4x4. Auch hier könnt ihr gerne noch die Reifenfarbe ändern oder beziehungsweise die Farbe selber. Ich habe mich auch hier für Schwarz entschieden. Im Shop erhaltet ihr den MAN für 130.000 Euro. Natürlich wollt ihr später auch noch Milch verkaufen. Dazu braucht ihr ein entsprechendes Fass. Ich habe mich hier für das Lizard MKS 32 entschieden mit einem Fassungsvermögen von 32.000 Liter. Damit kann man jede Menge Milch wegfahren. Außerdem noch einen Dolly, falls ihr keinen LKW habt, um das Milchfass zu transportieren. Hier den Dolly 10L von Krampe. Die Gerätschaften seht ihr hier noch einmal in der Übersicht und unten in der Videobeschreibung bekommt ihr auch noch eine vollständige Liste mit Preisen. Kühe könnt ihr derzeit nur beim Viehhändler kaufen. Eine Kuh kostet 2500 Euro. Es gibt sie in verschiedenen Farben. Ob ihr nun eine Kuh kauft oder ein Brahma, spielt hierbei absolut keine Rolle. Beide produzieren Milch, beide kosten gleich viel. Es ist ein rein optischer Faktor. Verladet die Kühe mit Enter in den Trailer und mit Leertaste bestätigt ihr den Kauf. Am Kuhstall angekommen, fahrt ihr auf die hintere Seite und könnt dann das Tiermenü öffnen und die Tiere in euren Stall verschieben. Was fressen Kühe? Sie fressen Mischfutter und für Mischfutter braucht ihr zwei Heuballen, einen Strohballen und den Rest füllt ihr mit Silage auf. Im Anschluss koppelt ihr den Futtermischwagen an den Traktor ran und habt oben links eine Anzeige darüber, wie der aktuelle Füllstand ist. Deswegen zuerst Heu und Stroh und dann erst die Silage, da sonst das Mischverhältnis nicht passt. Ihr füllt das Futter dann einfach in den Stall herein, in der markierten Fläche.
und schon steigt die Produktivität der Kühe langsam an. Ihr seht auf der rechten Seite dann die Nahrung, hier die Mischration mit 16.000 Litern. Für den Stroheinstreuer benötigen wir natürlich einen Strohballen. Diesen laden wir in den Einstreuer hinein, klemmen unseren Traktor heran und starten dann das Überladen. Ihr müsst beachten, dass ihr alle Bedürfnisse der Kühe erfüllen müsst, um 100% bei der Produktivität zu erreichen. Je niedriger die Produktivität, desto niedriger die Reproduktionsrate und desto weniger Mist, Gülle und Milch produzieren die Kühe. Kühe benötigen natürlich auch Wasser. Da mit dem Wasserfass fahrt ihr ebenfalls an die markierte Stelle im Stall heran und startet den Überladevorgang. Die Produktivität steigt dann langsam an. Habt hier ein wenig Geduld. Die Produktivität ist nicht sofort bei 100%. Ein kleines Feature noch. Der Strautmann VM1702 ist ein vollautomatischer Futtermischwagen. Mit diesem fahrt ihr über Heu, Stroh und Silage hinüber und der Mischwagen macht das Ganze dann für euch vollautomatisch. Das heißt, ihr müsst nichts mehr in den normalen Futterwagen hineinkippen, sondern könnt einfach über die entsprechenden Flächen herüberfahren. Oben links ist dann das Mischverhältnis zu sehen. Wir beladen hier gerade Stroh. Und hier könnt ihr in diesen Futtermischwagen einiges reinkippen. Außerdem kann man mit dem Futtermischwagen auch den Stall reinigen. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt im Anschluss. Wir sehen hier noch einmal das Mischverhältnis. 2 Heuballen, 1 Strohballen und der Rest mit Silage. Wenn ihr den Futtermischwagen leer habt, könnt ihr einfach an der Fläche vorne, wo ihr Tiere füttert, rüberfahren. Und er sammelt gleich den ganzen Dreck auf in Form von Silage. Milch könnt ihr auch ganz einfach abtransportieren. Ihr fahrt hinten an den Stall ran, beladet das Fass und schaut dann, wo es den besten Preis für die Milch gibt. Vielen Dank, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr mehr Tutorials wollt, lasst gerne ein Abo da. Vielen Dank, sagt Sir Metalizer.